Willkommen zurück. So, und ich denke, jetzt kommt der letzte Angriff. Habe ich, glaube ich, vor zwei Parts auch schon gesagt. Aber mal sehen. Commander? Admiral? Ich gehe den Lagebericht durch. Wie sieht's aus? Keine 25% von Hammer haben sich gemeldet. Werden es noch mehr schaffen? Bis auf einige Nachzügler ist der intakte Teil von Hammer größtenteils angekommen. Wir sind so bereit, wie es nur geht. Ich sehe nach meinem Team. Es geht bald los. Ich sag den Bataillonsführern Bescheid. Wir sind bereit, wenn sie es sind. Obwohl, ich habe da schon nach meinem Team geguckt. Ab geht's. Wann immer sie bereit sind. Gehen wir, bevor die Reaper merken, was wir vorhaben. Ganz meine Meinung. Bataillonsführer, Meldung ans Haku. Es war schwer herzukommen. Aber jetzt beginnt der härteste Teil unserer Mission. Wir müssen mitten ins Herz des Reaper-Gebiets vorstoßen, ihre Verteidigung umgehen und es bis zu diesem Strahl schaffen. Was für eine Verteidigung? Es wimmelt dort von Reaper-Truppen. Aber unsere größte Sorge ist der Zerstörer, der den Strahl selbst beschützt. Boah, das neue iPad. Kann sich darum die Luftunterstützung kümmern? Negativ. Irgendeine Interferenz. Wir müssen ihn vom Boden aus ausschalten. Sie haben einen Streifen durch die Stadt gelegt. Niemandsland. Da müssen wir zuerst durch. Auf der anderen Seite gibt's begrenzt Deckung, aber sicher auch schweren Widerstand. Wir müssen unsere Panzer herbringen. Wenn wir nah genug rankommen, können wir das Ding vielleicht ausschalten. Wie groß ist die Chance? Sie wissen, dass wir kommen. Für viele von uns gibt's keine Rückfahrkarte. Aber Rückzug kommt nicht in Frage. Immer voran, um jeden Preis. Verstanden? Huja! Jawohl, Sir! Was? Huja? Johnson, Coates. Sie beide koordinieren die Artillerieeinheiten. Das habe ich jetzt das erste Mal gesagt. Shepard, ich schicke Sie mitten rein, wo der Widerstand am heftigsten ist. Toll. Unterstützen Sie die Panzer. Aber bleiben Sie am Leben. Ich brauche Sie für den Vorschuss zum Strahl. Sie haben eine Minute. Wählen Sie Ihre Gruppe sorgfältig aus. Oh, jetzt muss ich mich das letzte Mal entscheiden, oder was? Oh, da sind sie alle. Dieser Krieg hat uns nur Schmerz und Leid gebracht. Aber er hat uns auch verbunden. Als Soldaten, Verbündete, Freunde. Dieses Band zwischen uns ist etwas, das die Reaper niemals begreifen werden. Es ist mächtiger als jede Waffe, stärker als jedes Schiff. Es kann nicht zerstört werden. Die nächsten Stunden entscheiden über das Schicksal der ganzen Galaxie. Jede Mutter, jeder Sohn. Jedes Ungeborene. Alle vertrauen ihnen, damit sie siegen und ihre Zukunft sichern. Eine Zukunft ohne Bedrohung durch die Reaper. Fassen Sie Mut. Sehen Sie sich um. Sie kämpfen nicht allein. Wir stellen uns dem Feind gemeinsam und gemeinsam besiegen wir ihn. Voll dämlich eigentlich, da quatscht er seine Kameraden da voll. Wenn das jetzt frische Soldaten gewesen wären, okay, aber die mit denen läuft ja die ganze Zeit schon durch die Gegend. Nee, nee. Okay, James, auswählen. Und ich glaube, ich nehme diesmal sogar Edie mit. Edie oder Tali. Ich glaube, Tali hatte diese Drohne. Die Drohne hätte ich gerne. Auswählen. Und annehmen. Ja, bessere Waffen habe ich ja gerade nicht bekommen. 4 Punkte zu verteilen, gehe ich auf Ziehen oder Schockwelle, nämlich Schockwelle. 1 Punkt noch, bringt mir nichts. So, jetzt kommt er nochmal dran. Brandmunition oder Blutbad? Ich nehme Blutbad. Machen Sie Feinde handlungsunfähig, indem Sie sie zu Boden schlagen oder auf Ladertempo. Kann er öfter einsetzen. Tali kann mit 3 Punkten nichts machen.
Okay, die Panzer rücken vor. Ja, genau, er geht zu Fuß. Wo sind überhaupt die Gäste? Keiner da! Ich will auch zocken. Renn jetzt so einmal durch, das Ende. Niemandsland durchqueren. Oh Mann, ich bin zu nah dran. Genau. Der ist quasi gerettet. Und nochmal. Da ist der Marodeur. Ich nehme mal die andere Waffe. Und wie wäre es nochmal mit Panzermunition? Weiter geht's durch die Ruinen. Alle Kompanien melden. Artilleriekompanien Alpha bis Foxtrot sind unterwegs. Verstanden. Golf bis November übernehmen die rechte Flanke. Rücken vor. Aber so weit gibt's hier wahrscheinlich nichts mehr zu holen. Ich raste jetzt einfach mal durch. Oh! Oh, von da oben. Da bin ich doch mal für eine Kampfdrohne. Nein, da weicht er aus. Endlich, der Kopf ist weg. Der geht ja gut in Deckung auf meiner Seite hier. Oh, das ist die Heuschrecke. Panzerung, also erstmal eine Granate. Panzer runterziehen, was hat sie noch? Oh ja, Kampfdrohne. Sauber, das ging ja flott. Oh nein. Ich hasse diese Viecher. Ich laufe mal einen Schritt zurück. Da ist er. Und wir nehmen einmal den. Gar nicht gerade gesehen, wo mein Haus ist. Na, Abwehrdrohne? Nein, egal. Energieentzug, Mist, die ist blockiert. Komm her auf Benji! So, ich hab panzerbrechende Munition. Krass. Erstmal ausgewichen. Schwerer Beschuss aus dem ersten Stock. Wir brauchen Unterstützung. Wir versuchen, das Gebäude zu sichern. Aber Schrotflinte wäre ja eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Für die Action hier unten. Oh, Granaten. Mist, Munition voll. Und Bravo unter schwerem Beschuss. Oh. Nein, was hat er denn gemacht? Hau doch ab. Oh, ne. Oh, Tali, fast erschossen.
rennen mit einem Zickzack, sind die unfair. Oh. Oi. Was hat er denn da angegriffen? Oh nein, er will mich. Rennen! Ah, nur zwei Stück, da habe ich ja Glück. Und wir nehmen nochmal den hier. Wow! Schön von hinten in den Panzer. Erschreckt mich doch mal. Oh, okay, Leiter hoch. Kann ich hier speichern? Hier oben vielleicht? Wir werden hier draußen abgeschlachtet, Commander. Verdammt, Kompanie Kilo wird zerlegt. Reaper-Posten räumen. Erst an den Vorbüßer. Nein! Komm jetzt aber. Danke, wir rücken weiter vor. V, ach da. Na toll, ich dachte, ihr müsst ja an so einem Geschütz dran. Aber nein. Oh. Oh, kein guter Tod. Im Schlaf verbrannt. Stell dich mir nicht so toll vor jetzt. Ui. Also gut, Männer. Augen aufhalten. Die Gebäude geben uns Deckung. Aber der Feind kann sich besser verstecken. Achso, jetzt sind wir über das lange Feld schon drüber hinweg. Mann, die Waffe ist echt geil. Oh, warte mal, da hinten sind ganz, ganz viele. Da lohnt sich doch so einer, Marmis. Zu punktuell. Aber ging doch. Schaden ging auf alle drei. Oh je, da ist wieder ein Verwüster. Befinden Sie so schnell wie möglich einen Weg. Bestätige. Oh, ich bleib mal lieber unten jetzt. Okay, jetzt wieder hoch. Mich gerade anvisiert. Oh. Fuck. Oh, da kommt wieder so ein verkackter Dicker. Der Rohling. Nein, oh, lauf. Kontakt! Ihr Delta, wir werden überrannt. Wie ist Ihre Position? Na, ich beeil mich doch schon. Verdammt nochmal. Wie schnell muss er denn hier sein, oder ist das eigentlich egal? Wahrscheinlich schon. Ja, super. Da ist ja noch einer. Jetzt ist er im Stein drin. Liegen bleiben. Oh Mist, da kommt noch einer. Marodeur. Bam.
Sollte aber gleich, wenn ich kann, hier das Zielfernrohr mal rausnehmen, weil das ist im Moment nicht sehr förderlich. Was kam er denn her, bitteschön? Verstanden. Ah, toll. Kann ich hier noch was einkaufen? Ich glaube, der Laden ist zu, wie das aussieht. Dann nicht. Muni-Not hat man hier auf keinen Fall. Hier liegt genug rum. Auch wenn man mal daneben schießt. So 300 Schuss. Jetzt sieht wieder wie so ein Rohlingfeld hier aus. Wir machen die Tanix-Raketenschuss bereit. Nicht feuern. Sie machen ihn nur wütend. Verstanden. Aber wir haben vielleicht keine Wahl. Genau. Der Zerstörer wird wütend. Nicht angreifen. Der Zerstörer kann was. Oh. Ein bisschen voll da drin. Los, kack doch ab. Okay, ich bleib mal kurz jetzt stehen, bis die Schilde wieder da sind. Hört sich momentan ja sehr aussichtslos hier an, der ganze Funk. Oh, das sind aber wieder viele.